Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge sind wir ja wieder in Riesemexia zurückgekehrt. Nein, Quatsch, in Olympios. Ich meine allgemein in unsere Welt hier und nicht die Splitterdimension. Hier bin ich schon wieder falsch. Ich habe immer noch nicht im Kopf. Ja. Und wir haben Mila in unsere Gruppe. Hier, da ist sie. Und ja. Sie weiß noch nicht, was sie tun soll, deswegen bleibt sie fürs Erste bei uns. Und wir dürfen wieder unsere Lieblingsbeschäftigung hier angehen, und zwar Geld sammeln. Okay, die Hälfte habe ich eigentlich schon. Und ja, den Rest, den kriegen wir auch noch. Elite-Monster, die kriegen wir bald. Oh, die kriegen wir sowas von bald. Aber ich würde erst mal sagen, wir machen hier so ein paar Sachen, die wir erledigen können. Ich wollte eigentlich gesagt ein paar Sachen offscreen machen, aber frisch rotiert. Okay, Fritz, Fritten, was? Ich wollte ein paar Offscreen machen, aber ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwie, keine Ahnung, nur einmalig sind oder so. Weil ich habe in den Ereignislisten so ein bisschen nachgeguckt, aber naja, stand irgendwie so was von. Okay, ich zeige euch das mal ein bisschen. Ereignisliste, die Katze ist übrigens auch zurückgekommen, müssen wir auch dran denken. Hier. Die ganzen Dinger stehen zum Beispiel hier, was weiß ich. Vernichte, Chirpy und so weiter, ist vernichten, Quacker. Also denke ich mal, diese ganzen Sachen sind irgendwie nicht einzigartig und also sind einzigartig, deswegen sollte ich am besten hier alle möglichen ja, Sachen aufnehmen. Was ich ein bisschen komisch finde, aber egal. Ich würde mal sagen, wir machen Katzensichtungen, oder? Weil die scheinen jetzt ein bisschen leichter von anzugehen. Außerdem möchte ich so viele Katzen wie möglich haben. Okay, Katzensichtung. 4, 5, 6, 7, okay. Nehmen einfach alle an. Kann nicht schaden, so viele Katzen wie möglich zu haben. Und dann gucken wir mal, wo die alle sind. Aber erstmal gucken wir mal hier. Da hab ich übrigens auch was. Hasenpuppe, was? Hab ich übrigens auch was sehr Gutes herausgefunden. Und zwar hier. Ich habe Triglyph mal abgesucht auf Screen und ja, das habe ich komplett abgesucht. Und ich bin mal zur der Vermutung gekommen, dass wenn ihr, wie zum Beispiel hier, nur noch eine Sache übrig ist und wir dann da suchen, dass wir dann automatisch das letzte Objekt bekommen. Und das letzte Objekt ist dann immer irgendwie was ganz Spezielles. Hier, das habe ich ja auch schon fertig und da habe ich ein Lendentuch bekommen, ganz unten. Und bei Triglyph habe ich Katzenschwänze bekommen. Kann ich euch mal zeigen? Ah ja, klar, losschicken. Ich weiß jetzt nicht mal, wo ich sie nach Magdeburg geschickt habe, aber ja. Ja, hier, Katzenschwänze habe ich bekommen. Und ja. Ja, zeigen auch. Hier. So. Schön, oder? Oh mein Gott. Aber meine jetzigen Sachen sind noch ein bisschen stärker, deswegen nehmen wir die. Also, die letzten Sachen scheinen immer irgendwie irgendwas Besonderes zu sein. Deswegen sollte ich doch sehr gut darauf achten, dass ich die ganzen Sachen hier absuche. Und ja, das muss ich dann on-screen machen. So, als nächstes. Hab mal ein paar Dingens hier geholt. Ein paar heilige und finster Tränke. Weil mir ist aufgefallen, ich brauche ganz viele Sachen hier. Ganz viele Tränke von diesen Dingern und ja. Die sind immer hier für diese Waffen und ich brauche immer heiliger Trank oder finsterer Trank. Deswegen habe ich mal ein paar gekauft und wir stellen jetzt mal ein paar Dinger davon her, ne? Und werfen unser Geld sozusagen wieder aus. Dann holen wir mal hier Prometheus Licht. Ja, ausrüsten. Weil, ich schätze mal, wenn wir genug Elemente und so weiter alles haben, kannst du auch direkt ausrüsten. Dann aber auch später richtig gute Auswahl, was hier die Dinge angeht. Heiliges Symbol. Ja, ne, ich sollte vielleicht mal gucken, weil da ist hier verbraucht. So, können wir den hier geben. An den Schnapp kann ich mich sogar noch erinnern aus dem ersten Teil. Ich schätze mal, wenn wir genug Waffen haben, dann können wir auch irgendwie. Haben wir auch so eine. Oh, ein Band kriegen. Verbraucht das. Egal. Dann haben wir auch eine riesigere Auswahl hier, was die Gegner kaputt knüppeln und so angeht. Also ja, lohnt sich doch. So. Jetzt machen wir uns mal auf zu den Ereignissen. Und zwar Kartensichtung 4. Xagut Stromtalwiese. Okay. Da sollte ich auch mal hier. Ich habe offscreen natürlich wieder ein bisschen trainiert und habe hier ein oder zwei Sachen, also einige Titel, Entschuldigung, einige Titel habe ich irgendwie so lernbereit gemacht.
Hier haben wir auch noch so ein paar Sachen, das machen wir im nächsten Part. Und ja, ist ja gut, Stromtabwiese, ne? Das ist ein Riesomex, ja, glaube ich. Ihr seid nicht, oder? Wo ist sie? Ja, war ich da noch nicht? Dann machen wir erstmal was anderes. Wo ich auch weiß, was ist Substraff, Tiefwald, Tiefwald, Bemir-Schlucht. Ey, das sind ja alles schon viel zu weit. In Shovelton, was? Ja, ne? Maxagutstrahl, Stromteilwiese, da waren wir doch schon. Okay, dann weiß ich nicht. So viel dazu. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Nebenquest hier starten. Gehen wir zum Aladdi-Seehafen. Schiffanlegebereich. Dann gehen wir mal irgendwie. Wir können ja jetzt irgendwo anders noch hin. Wenn ich mich nicht irre. Nein. Okay, Substraff-Seehafen. Genau. Guck mal. Von da aus jetzt zu einigen neuen Orten. Genauso die Gegend um Sheraton war das doch alles. So, neuer Hafen. Sehr schön. Und da ist ein Elementerz. Leave it to the privileged elite to find a way to make their lives even easier. What? Anyone can post a job request? Why didn't you say anything sooner? Okay. This is the Department of Liability Affairs. We've detected an outstanding. Achso, das sagt sie immer, wenn irgendwie eine Zahlung aussteht. Glaube ich. So, Gunst der Stunde und Beweglichkeit 2. Kann ich nicht, verdammt. Mach Ladung weg. Muss mir angewöhnen, die ganzen Sachen, die wir nicht brauchen, nicht auszurüsten. Gunst der Stunde, das hat, glaube ich, wenn man ausweicht. Nee, das ist Dingens hier. Genau, verdoppelt beim Auslösen, verbundene Art als Zeitfenster. Das ist nicht schlecht. So. Ja, du klingst wie Vera, die aus dem Fernsehen. Mein Gott. Nilies. Ja, ne, ich sollte mal mit mehr Leuten irgendwie reden, weil ich krieg dafür auch irgendwie Titel, glaube ich. Er ist auf den Schlachtfeld. Achso, Rowan. Steht er da? Wo denn? Rede mit mir. Ach, er. Sollte ein zweiter Krieg ausbrechen, werde ich bereit sein, bewaffnet bis zum Anschlag, so wie immer. Der Veteran, ne? Papa, du bist so cool. Ja, das hört man bestimmt nicht sehr oft, ne? Okay. Ich meine, wenn ich doch mit Leuten rede, dass ich dann irgendwie Outil bekomme. Sie scheint sehr verwirrt zu sein. Wo habe ich mir eine ganze Mühe gemacht, ey? Okay. So, fangen wir mal an, irgendwie Geld einzutreiben. Oh, das ist noch mehr Elementerz. Ja, die ganzen Filler müssen halt sein. Hat eine Art erlernt, hat eine Fertigkeit erlernt. Sonnenabbruchsphäre, dunkler Besucher und Felssplitter. Blutroter Zorn, ja. Übrigens, offscreen habe ich auch wieder ein bisschen trainiert. Allerdings habe ich alles nur so lernbereit gemacht. Und ansonsten habe ich noch, ja. Was hat sie jetzt gelernt nochmal? Geisterlauf? Ja, nichts Wichtiges anscheinend. Ich habe nur wie immer hier so was wie Arrivederci und so was alles habe ich. Ich habe sozusagen nur die ganzen Arts wieder verbessert. Also Neues gelernt habe ich wie immer nichts, weil das mache ich nicht ausgehen. Ich möchte jede Technik und so hier irgendwie auf Band festhalten. So leuchten. Mein Gott, warum müssen bei Elise hier so Zauberer 2? Was? Ja. Deswegen, bei ihr kann ich irgendwie nicht so viel lernen. So, du kannst was anderes haben. So Dinge aufleveln kann ich auch auf Screen. So Arzt. Hohener Wolf. Okay, cool. Lern das mal. Das kannst du auch nicht lernen. Ich wollte schon sagen, lernen, ja. Na, da war ich 500 und da. Könnt ihr mal sehen, wie ich das hier in Dings mache. On screen. Weil sonst mache ich das ja alles immer irgendwie auf screen. So.
Ich sagen, wir kämpfen auch ein bisschen, um ein paar Titel noch einzuheimsen. Warte mal, neuer Ort, neue Waffen. Yay, neue Sachen. Rapier. Ja, tolle neue Sachen. Neue Sachen zum Herstellen? Nein. Ich bin enttäuscht. So, dann machen wir ein paar Gegner platt. Ist irgendwas Wichtiges zu sagen? Findet ihr Insektenflügel, Bienenstöcke und Felle. Okay, das sollte ich mir merken, alles. Alles klar, dann... Wo kommen wir da hin? Sapstraff Höhenstraße. Ist da irgendwo eine Dingens? Sapstraff Höhenstraße. Tiefwald. Dann werden wir den wahrscheinlich ein bisschen überspringen. Oder kann ich irgendwie gucken, welche hier ein bisschen in der Nähe sind? Sapstraff Höhenstraße. Den hätte ich gerne. Schalten bei mir Schlucht. Auftrag abgeben und den einmachen. Tertalian Club. Verdammt, da war ich da auch verdammt oft. Okay, dann gehen wir schnell hier hin. Und suchen die Katze. Oh mein Gott, neuer Ort. Neues zum Erkunden. Sehr schön. Neue Monster zum Plätten. Komm her. Ich habe kein Gericht und sowas alles, ey. Super. Glaube ich jedenfalls. So. Und zack, zack, zack. Mit Roll müsste ich jetzt einen Titel bekommen. Hier muss ich, glaube ich, nur noch einmal Tempowechsel machen. Aua! Ich habe alles so vorbereitet für ganze Titel. Hier muss ich, glaube ich, auch nur ein Ding machen. Tun die beide gerade einen Zauber vorbereiten? Das sah irgendwie so aus. Welcher Level seid ihr eigentlich? 28, ja, super. So. Verwandlung! Morphentime! Übrigens was ganz Schönes herausgefunden. Wenn er jetzt sich umgedreht hätte, ne? Ja, ich habe meinen Spaß. So oft bin ich herausgefunden. Wir denken wahrscheinlich alle, ich habe irgendwie eine Stunde lang nur das gemacht. Wow, was? Voll verblödet, ey. Ah ja. Sehr, sehr gut. Jetzt müssen eigentlich Titel auf mich herunterregnen. Was? Geld? Okay, bei uns schon, ne? Wir brauchen Geld. Ah ja, genau, das auch noch. From Elisa's heart. I hope we can get to know each other even better. Since you took that, you're obligated now. Sehr schön. Minwell, Freundschaft zu Elise wächst. Elises Spielgefährte. Elise, mein Gott. Tempoanpassung. Fort. Sehr schön. Komm, Stratege. Mein Gott, ey. Hab ich voll viele Titel auf einmal bekommen. Okay. Ich habe irgendwas bekommen von Elise. Art, irgendwas. Artanstieg. Geist 3. Oh, das ist sehr schön. Dankeschön, Elise. Aber ich kann es nicht ausrüsten. Immer noch nicht. Dann, ich habe vergessen, das Fenster zuzumachen. Deswegen hat man jetzt alle möglichen Sachen draußen wahrscheinlich. So, dann nehmen wir das hier alles raus. Und tun Geist 3 rein. Ich habe 175. Sehr schön. Genauso viel wie Mila. Müsste ich eigentlich den Charakter wieder wechseln? Also einige Charakter wechseln, wenn ich noch weitere Titel hier freischalte. Ich weiß gar nicht, warum ich die alle auf Screen aufnehme, aber muss halt sein. Ach da, mein Gott, da liegt da was. 10 Gall, jawohl. Oh, Elementerz, jawohl. Eine Katze ist zurückgekehrt, sehr schön. So, und wir kriegen tatsächlich immer was, wenn nur noch ein Ding übrig ist, und zwar den Blechdosenhammer. Sehr schön. Als nächstes Tier. Namil. Alles klar.
Wie sieht das Ding aus? Bestimmt auch voll bescheuert, ne? Blechdosen haben aus leeren Katzenfutterdosen hergestellt. Das Ding ist stärker, was? Da hört die Chance auf Beutegegenstände. Jawohl. Eine Fertigkeit erlernen, jawohl. Ach ja, ich habe sie nicht dabei. Ah. Oh, kommt mal her, ich mache euch platt. Hup doch nicht draußen so. Haben wir Ron jetzt. Ah. Ist natürlich ein bisschen einfach. So, komm mal wieder. Zu dir haben wir, glaube ich, nur Stufe 0 Freundschaft. Und er hat auch gar nicht, wie die irgendwie schneller steigen, wenn man irgendwie verbundene Arts einsetzt. Kann ich mir so vorstellen, vielleicht. Sehr schön. Setzt der Angriff ein, von dem ich noch gar nichts wusste, ey. Da irgendwas muss doch. Verdammt. Verdammt. Wir müssen uns aufeinander abstimmen, Mila. Jetzt den ja. So, jetzt du. Hoffentlich kann ich irgendwann die Dauer von dieser Verwandlung erhöhen. Das würde ich hier richtig gut finden. Da ist ja noch einer. Kannst du es wagen? Jawohl. Arkane Zerstörung, jawohl. Endlich meine Arkane mit Ludger. Waffen und Elemente, das ist, glaube ich, für Dingens. Mila hier. Ne? Wie gesagt, hier. Jetzt haben wir mit Ludger, glaube ich, jeden schon eine Dingens, ne? Verbindung genug hergestellt. Okay, egal. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. So, hier kann man immer noch nicht hoch, was? Im ersten Mal konnte man auch nicht sofort hoch. Oh, das Element Erz. Wollte ich nicht irgendwie Katzen oder so suchen? Ma. Ja, das tun wir später alles. Ich wollte eigentlich Katzen suchen, ne? Ich Idiot. Aber egal. Ich komme, was ich nehme, was kommt. So, da kann man auch. Macht irgendwie keinen Sinn. Kann ich dann auch da runterspringen? Den Stein zermalmen mit meinem Hammer so voraus. Der würde geil aussehen. So. Oh, geil, Geld. Klammer jetzt? Nein. Okay. Was zum... Ihr müsst doch auch irgendwo eine Katze so rumlaufen zum Finden, ne? So einfach so. Viel übersehen habe ich ja in dem Fall noch nichts, glaube ich. Okay, da können wir... Hätte ich vielleicht vorher... Egal. So, jetzt haben wir... Was im Bauch. Und schon, da ist eine Truhe, sehr schön. Irgendwie wurden die Katzen voll mit von Alfreds Schätzen irgendwie so abgelöst. Ja, umgekehrt, mein Gott. Alfreds Schätze wurde von Katzen abgelöst. Ja, das ist ja biegsame Efeu, die man finden konnten. Wie der eine Typ gesagt hat. Ja, ich suche aber immer noch die Katze. Oh ja, Kitty, 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 Kitty. Ich bin nur der Typ mit dem großen Schlaghammer. Hab keine Angst. Joink. Joink. Mein Gott. Wie oft sage ich heute eigentlich nur mein Gott? Das soll doch... Katze? 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 Keine Katze. Oh. Rein geht es zum Wald, das weiß ich noch, aber gehen wir erstmal hier hin. Warte mal, hast du ein Ausrufezeichen? Ja, du hast ein Ausrufezeichen, komm her. Aber ich mache ich immer gerne platt.
Oh mein Gott, das war vielleicht nicht so gut. Dum. Au. So, setz mal viel verbundener Art ein, das wird es bestimmt bringen. Na komm, warte mal. Boah. Sehr schön. Gut, mach wieder. Direkt schon wieder verbunden, sehr schön. Irgendwie öfter als im ersten Teil, habe ich ja schon wieder gewonnen. Und was schneide. Sehr schön. Oh Gott. Keine Ahnung, wie ich das mache. Ach ja, ich kann ihn nicht wiederbeleben. Also Elise kann ihn nicht wiederbeleben. So, und jetzt mache ich fertig. Sehr schön. Oh mein Gott, das sind viele Gegner. Oh Gott, Hilfe. Mann, dreh dich doch mal um. Ja. Und wieder Frostschneide. Oh mein Gott, meine TP, warum sind unsere TP so schnell weg? Ihr habt auch ruhig die Erlaubnis, Autoobjekte einzusetzen, ne? Habe ich doch, glaube ich, eingestellt. Ja, irgendwie nicht. Was, sie kann auch von da aus binden? Wie geil. Ich dachte immer, das kann sie nur direkt neben uns machen. Also neben den Gegner. So. Echt nicht gewusst, dass das so viele Gegner sind. Oh, er war auch eine Dingens. Sehr schön. Sehr schön. Und Bayoms. Und verdammt. Und noch mal den hier. Mein Gott. Sind da überhaupt weniger Gegner geworden? So, und jetzt noch. Sehr schön. Na, verdammt. Mein Gott, heile Offensive. Okay, das hat gebracht. TP wiederherstellen. Je stärker das Art, desto mehr TP brauchst du, um es zu wirken. Wow. Verwende beim Wirken unbedingt auch TP-sparende Techniken, wie den Einsatz normaler Angriffe, das Abwehren gegnerischer Angriffe oder das Aktivieren von Fertigkeiten, die TP-Verbrauch senken. Ja, okay, diese Waffe kenne ich noch von Elise. Okay. Ich bin aber immer noch hier, um eigentlich eine Katze zu suchen. Nur gar nichts erreicht. Ich wollte eigentlich voll Geld und so einheimen. Aber ich komme, gegen dich wollte ich nicht kämpfen. Ma. Wieso habe ich eigentlich Ron die ganze Zeit als ersten? Ja, ne, nehmen wir mal wieder. Warum nicht? So, das bringt gar nichts. Ach, gegen Licht seid ihr anfällig. Dann komme ich mal mit dem Angriff. Um Ecke. Jawohl. Verdammt. Und Frostschneide. Sehr schön. Yes. Sehr schön. Wenigstens lernen wir Zeugs und werden stärker und so. Wo ist der eine Bastard? Der ist echt abgehauen. Oh mein Gott, ey. Das fängt schon wieder an. Oh mein Gott. Okay. Dann erstmal hier hoch. Aber kommen wir auch zum... Ah, da ist schon Sheridan. Sehr schön. Dann haben wir noch. Okay. Wir haben noch ein Gericht an. Lass mich raten, hier ist der... Hey, ist immer noch die Substrat Höhenstraße, was? Ah, okay. Verstehe ich nicht. Ach so, hier ist diese eine Sackgasse, ne?
wenn ich mich nicht irre. Verdammt. Ich glaube, im nächsten Part tue ich irgendwie andere Dinger machen. Irgendwie sind wir nur am Erkunden und haben nichts erreicht. Ludger? Okay. Ah, Dark Visitor. Dich habe ich vermisst. Sieht aus wie Wingard aus dem ersten Teil. Und den hier. Du bleibst hier. Du wirst auch leiden. Das klappt echt, ey. Super. Warum zur Hölle nicht? Und Bams. Aua. Wollte ich nicht. Das hier wollte ich. So, Engelsflügel, richtig schöne Waffen. Wir wollen sagen, dass ich auf Teils hier achte. Was ich irgendwie nicht tue, weil ich zu blöd bin. Bams. Warum ist er nicht auch so stark wie der im Chromat-Zustand? Und ey. Victory is based on truth, justice, money. Nein, nicht Geld. Ma. Okay, wir haben jetzt eigentlich nur Sapsap ein bisschen erkundet. Nächste Part schon wieder vorbei und wir haben nichts gemacht. Katze ist zurückgekehrt. Die Katze ist da. Wir haben einen Fuchsschwanz bekommen. Da hat ein Stab. Ist sehr schön. So, wo fehlt noch irgendwo eins? Hier fehlt noch eins. Wesentlich lohnt sich das hier auf diese Weise irgendwie. Sehr schön. Aber nein. Wenn man so was echt Fuchsschwanz hier, was man hier, dieses Katzenspielzeug. Okay. So viele Abzweigungen und wir haben nirgendwo was gefunden. Jedenfalls keine Katze. Werde ich wahrscheinlich irgendwann noch heute in diesem Part mal zurückgehen. Oh, fangen. So Mauzifer. Ey, du bist sogar das, was wir brauchen. Jawohl. Ja. Ja, von Füttern hat die eine bestimmt auf jeden Fall eine Ahnung. Ne, der. Es ist ein R, stimmt. Ich hab's vergessen. Bin mir immer noch nicht so sicher, aber ja. Warum ich überhaupt, dass das eine Sie ist, ey? Wegen dem Farbmuster oder was? Da muss doch auch irgendwas Wichtiges sein. Eine Sackgasse ist von Bedeutung, von symbolischer. Hey, wir haben eine Katze gefunden. Und eine Truhe. 2600 Geld. Mit Geld tue ich natürlich wieder alles auf einmal zurückzahlen. Weil, nee, ich mache keine alten Sachen. Nein. Wenn ich auch gerade was. Ich bin immer noch blöd, dass dieses quadratische Ding abgehauen ist. Weil da hätte ich gerne ein paar Elementerze oder Erfahrungspunkte eingreifst. Aber nein, soll er nicht. Oh Gott! Wo kommen die denn alle? Ich habe nicht mehr so viel Zeit, Mann. Tschüss. Eine Art erlernt, sehr schön. So, dann gehen wir noch hier schnell rein. Heim sind das ein Machtring, jawohl. Das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann weiß ich nicht, dann können wir hier mal abhauen. Irgendwo in der Stadt den Part beenden. Geht die Crisps. Da ist noch ein Loch. Nächsten Part gucken wir uns dann an, was wir alles gelernt haben. An Produktivität ist dieser Part natürlich nicht zu übertreffen, würde ich jetzt ganz eindeutig sagen.
Aber naja. Wir gehen zum, weiß ich nicht, Substrap-Seehafen. Nee. Wo sei hier? Nee, da. Entschuldigung. So, dann würde ich sagen, wir erledigen diesen einen Job, den wir gerade erledigt haben. Und ja, sehen uns dann in der nächsten Folge. Okay. Während du fliegst, okay. Ich glaube, ich sehe da hinten eine Katze, aber die suchen wir im nächsten Part. So, währenddessen würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir hoffentlich ein bisschen produktiveres Zeug machen. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.